Der Stift ist mächtiger als das Schwert. Dieses Zitat stammt von Edward Bulwer, einem englischen Autoren und Politiker des 19. Jahrhunderts. Auch wenn dieser Mann kein Muslim war, ist der Inhalt seiner Aussage dennoch sehr interessant für uns. Ideen, die auf einem richtigen Fundament gründen, kann man nicht aufhalten. Selbst wenn man versucht, jene, die sie vertreten und verbreiten, zum Schweigen zu bringen. Selbst wenn es bei Hetze und Verleumdung anfängt und mit Verfolgung, Folter und dem Tod endet, wird man dazu nicht in der Lage sein. Der Islam ist unser Stolz, unsere Ehre und unsere Identität. Von der ersten Offenbarung an, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erhielt, bis zum heutigen Tage, hat man versucht, den Islam auf jede erdenkliche Art und Weise zu bekämpfen. Und tatsächlich hat man es geschafft, dem Islam und der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewisse Rückschläge und Wunden zu verpassen. Die größte Katastrophe, die uns in diesem Kontext traf, ist die Spaltung der muslimischen Gemeinschaft. Wer jedoch meint, dass der Islam damit Geschichte sei, der irrt sich gewaltig. Denn die Ideen des Islam leben weiter. Die Umma wird sie stets mit aufrichtigen Trägern dieser Botschaft verbreiten und verteidigen. Wie viele Niederschläge diese Umma auch erleiden mag, sie wird einmal öfter aufstehen, als sie zu Boden geht. Wie wir der Realität unschwer entnehmen können, ist nicht jeder Muslim ein Träger der islamischen Botschaft. Doch jene, die zu denen gehören, die den Islam verbreiten und versuchen, ihm zum Sieg zu verhelfen, benötigen eine Eigenschaft, ohne die es ihnen nicht möglich sein wird, diesen Weg mit Erfolg zu beschreiten. Sie müssen die Inhalte des Islam richtig begreifen. Das Lesen, Lernen und das Wissen, welches daraus gewonnen wird, ist wertlos, wenn man es nicht umsetzt. Andererseits wird man nichts in Handlungen umsetzen, wenn man nichts weiß. Das bedeutet, dass alles mit dem Wissen beginnt. Mit einer Idee, auf der die nachfolgenden Handlungen aufbauen. Je reiner und klarer diese Ideen sind, desto besser sind die Handlungen, die daraus resultieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Dies waren die ersten Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Zu jener Zeit war Mekka in der Jahiliya gefangen, der Zeit der Unwissenheit und Ignoranz. Die Frage ist, wie man Ignoranz und Unwissenheit beseitigen kann. Und die Antwort darauf lautet: Wissen. Der erste Schritt, auf den viele weitere folgen müssen, ist das Lernen und Lehren. Die Wichtigkeit dessen spricht Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Versen und vielen anderen an, die vor allem zur Anfangszeit des Islam offenbart wurden. Es sind die Ideen des Islam, die die mekkanische Gesellschaft aus ihrem niederträchtigen Zustand befreiten und zu einem Aufstieg führten. Der gegenwärtige Zustand, in dem sich die Umma befindet, ist traurig. Nicht nur unser Blut ist wertlos geworden und wird in vielen Teilen dieser Welt vergossen. Auch sind wir täglich intellektuellen Angriffen ausgesetzt. Die Gier nach Materiellem, Ansehen und Status breitet sich aus, weil uns beigebracht wird, dass all dies gute Dinge sind. Aber auch falsche Verständnisse und Ideen wie Liberalismus und Freiheit, die uns Aussagen wie Leben und Leben lassen beibringen, sorgen dafür, dass wir die islamischen Ideen vergessen. Wobei der Islam auf alle Fragen Antworten hat, die weit erhaben über das sind, was sie als richtig oder gut propagieren. Wenn wir uns nicht mit den islamischen Ideen und den Lösungsansätzen für unsere Probleme, die daraus hervorgehen, auseinandersetzen, dann werden wir in einem Zustand der Unwissenheit und Ignoranz verharren. Ohne die richtigen Ideen werden wir nicht die richtigen Handlungen setzen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir uns selbst mit ihnen auseinandersetzen, sie verstehen und umsetzen, dann sind wir dazu angehalten, diese Ideen an die gesamte Umma zu tragen. In einem Zitat heißt es: Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Lasst uns nicht unterschätzen, was die Ideen des Islam erreichen können. Sie haben es schon einmal geschafft, diese Welt zu verändern. Und mit Allahs Erlaubnis werden sie es wieder schaffen.